Herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Within mit Rezo. Ich bin Rezo und wir greifen den A-Entrance-Punkt noch nicht an. Da habe ich doch glatt vergessen, was ich am Ende der letzten Folge gesagt habe. Neues Forschungsprojekt, yay. Erst einmal Codename Icarus. Wie sich herausgestellt hat, war unser früherer Optimismus bezüglich dieses Anzugs völlig berechtigt. Wir haben es geschafft, ein außerirdisches Antriebsmodul so weit zu miniaturisieren, dass es einem schweren Schutzanzug passt. Auch wenn das Gewicht höher ist als bei den Schwebern, von denen die Antriebe ursprünglich stammen, glauben wir, dass unsere Modifikationen die Effizienz des Systems sogar verbessert haben. Das Resultat ist, dass der Anzug es seinem Träger ermöglicht zu fliegen. Er hat seine Rüstungsherstellung verfügbar und projektverbesserter Flug in der Gießerei verfügbar. Aber ich glaube, die erzengel Rüstung hat den Haken nicht mehr. Die erzengel Rüstung ist eine Kombination unserer schweren Rüstung und einer Miniaturflugkomponente, die ihr begrenzte Flugfähigkeiten verleiht. Und dadurch, dass man dieses Fliegen nur begrenzte Male in einem Einsatz benutzen kann, weiß ich nicht, ob der Haken nicht vielleicht besser wäre. Wir glauben, dass wir die Miniaturflugkomponenten der Erzengel-Rüstung und der Hover-Schiffs so verbessern können, dass sich ihre Flugdauer deutlich erhöht. Das wäre natürlich schön. Und uns fehlen Waffenfragmente. Baukauf Gegenstände. Ich glaube, man kann hier nicht die Spezifikationen mal sich angucken. Nee, ich müsste mir eine Erzengel-Rüstung kaufen. Aber ich denke, ich komme jetzt ganz gut klar mit der Rüstung, die Omega momentan trägt. Größe groß und wir haben nur einen Raven da. Aber mit einer Phönixkanone, also. Greife Feind an. Muss nah ran. Autsch. 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 Sehr gut. Verdammt. Ja, ich konnte es nicht übers Herz bringen, auf Abbruch zu drücken. Die haben sich so gut, so doll bemüht, deswegen. Wenn wir nur die geringste Chance gegen die Aliens haben wollen, brauchen unsere Flugzeuge mehr Feuerkraft. Und zwar schnell. Den Demon dahin zu bringen, bringt jetzt auch nichts. Wie teuer ist denn noch so ein Dings da? Ein Firestorm. Oh, ich brauche mehr UFO-Flugcomputer dafür. Okay, dann bauen wir wohl erst einmal einen normalen Demon wieder. Und dafür brauchen wir 40 Mark. Das heißt, wir besuchen den Schwarzmarkt und verkaufen ein paar Schweber. So. Ja, um das UFO können wir uns jetzt leider gerade nicht kümmern. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. 55 Mark haben wir zurückbekommen. Wie lange ist denn Dings da noch krank? Noch 2 Tage. Eventuell können wir tatsächlich in dieser Folge noch den Stützpunkt angreifen. Oder auch nicht. Es gehen mehrere dringende Hilfegesuche ein. Auf dem Hologlob ist markiert, wo derzeit Entführungen im Gang sind. Okay, Indien, Russland, Kanada. Indien dürfte das Dringendste sein. Ja, weil da Japan und Australien mit dranhängen. So, Entführung durch Aliens in Indien. Da bekommen wir Wissenschaftler. Juhu, wir haben kein Geld für Forschung, aber Wissenschaftler. Okay, Schotzi, zieh dir mal bitte was an. Das kann doch ja. Das ist doch nicht in Ordnung so. Du bekommst hier den Streulaser mit. Die Laserpistole, eine Titanrüstung und wir geben mal Bishop das große Plasmagewehr. So. Okay, ist jeder bereit? Ich denke schon. Oh, Moment, Abbruch, Abbruch! Commander, wir haben die Funkverbindung verloren. Mit wem? Zurück zum Stützpunkt. Schotzi hat was vergessen. Nach Indien bitte. Schotzi will nämlich noch eine Splittergranate mitnehmen. So. Wunderbar. Und Einsatz starten. Zum Glück sind die Aliens sehr geduldig gerade.
Ist witzig, ich bin manchmal schon hin und her geflogen, so oft, dass es bestimmt ein Tag war. Aber so überspringt's Das nicht. Einsatzgebiet dieser Mission liegt in Indien. Die Aliens verstärken ihre Aktivitäten in mehreren Großstädten. Wir müssen ihnen Einhalt gebieten, um eine Massenpanik zu verhindern. Max sind zäh, aber nicht unzerstörbar. Das glaube ich nicht. Gabelstapler hat das Gegenteil bewiesen. Immer und immer wieder. Ist tatsächlich der einzige Mech, den wir bisher gehabt haben in diesem Durchlauf jetzt, ne? Weil ich jetzt mit Omega wieder ein bisschen zurück zu meiner Standardstrategie mit dem Scharfschützen gegangen bin. Verstanden, Big Sky. Strike One Oh, hat Freigabe zum Angriff auf Feindziele. Oh, Schweber. Super Schweber auch noch. Und da hinten sind Mutons. Und da hinten sind. Oh Gott, ein Mechtoid und zwei Dingsklasse. Okay. Macht 8 Schaden, das wäre nicht genug. Können wir hier hinten treffen? Ah, nee, das wäre sehr schön. Okay. Okay, gehen wir erst einmal hier hin. 80% Trefferchance, 60 kritisch. Das könnte was bringen. Leider nicht genug, okay. Hier bekommen wir keine vernünftige Position. Das Problem mit Omega ist gerade, wenn ich also hier jetzt schießen lasse, kann es sein, dass die Leute zurückschießen. Das ist ja ein Problem, das man normalerweise mit ihr nicht so hat, aber diesmal schon. Mit Schnellfeuer könnte ich den eventuell direkt erledigen. Ah, verdammt! Okay, wir haben zwei schwer Verwundete, aber das reicht mir definitiv nicht. Okay, wir gehen mit Sturm und Schuss hier hin und erledigen den. Dann haben wir zumindest einen erledigt. So, bam, weg. Chance, ach Gott. Okay, ich hoffe, dass ich den zweiten Sektoiden damit direkt erwische. Habe ich leider nicht. Okay, ich hätte für Omega natürlich ganz gerne eine richtige Deckung. Also etwas, das nicht explodiert und nicht einfach zerschossen werden kann. Aber ich glaube nicht, dass wir uns das so einfach geben. So. Und einen halten wir nieder. Daneben, wunderbar. Und da kommt der Schuss zurück. Nein, kein Treffer, schade. Und... Okay, zweiter Schuss, der daneben ging. Wunderbar. Yay! Na, immerhin war es ein Treffer, ne? Und ich meine, die drei Punkte können schon was ausmachen. Und er läuft ohne was machen zu können. Das ist schön. Da wird der Reflexschuss wieder ausgelöst. Und das trifft nicht. Verdammt. Wo willst du denn hin? Ach, komm schon.
Das ist nicht freundlich. Okay, aber zumindest wurde niemand getroffen. Okay, der zweite Sektoid ist irgendwo und niemand weiß wo. Wir gehen mal mit Bishop hier hin. Mit einem Crit würden wir ihn erledigen. Die Frage ist nur, ob wir einen Crit kriegen. Ohne Crit bringen wir ihn auf 2 runter, dann kann Papa Bär ihn erledigen. Oder wir bringen ihn nur auf 3 runter, verdammt. Ah. Bis zu 3 Schaden. Okay, Omega lässt sich einfach mal nicht von dem weiter irritieren. Treffer Nummer 1, jetzt kommt der durch doppelte Portion. Obwohl, Moment, gucken wir mal, wer könnte denn noch dort treffen. Und daneben, das ist nicht gut. Ich weiß, das gibt nicht den Gratisschuss, aber die Position gefällt mir auch so besser. So. Hier bekommen wir den Gratisschuss. Hallo. Wunderbar. Und hier können wir zumindest mal eine Granate werfen. Ah, da hinten ist der andere Sektoid. So, wunderbar. Beide verwundert, beide ein. Achso, ne, einer in Zugzwang. Der hier hat noch seine Deckung. Aber dagegen können wir auch was machen. Und bam, weg. Okay, 3 aktive Gegner. Einer ist nervig. Verkrüppelnder Schuss kann ich nicht mit der Pistole machen, ne? Nee. Wir versuchen es einfach so. Bam. Okay, der rennt weg. Sehr gut. Und mit halber Deckung könnte der erledigt werden. Bam. Ich frage mich, ob dieses Zielvisier schon angibt, ob der getroffen wurde oder nicht. Also, diese grafische Benutzeroberfläche, die da vor ihm auftaucht. Wo ist denn das zweite Mate? Angeblich sehe ich beide. Da hinten. Och Gott, wie soll ich denn da hinkommen? Aber eventuell muss ich das gar nicht, wenn nämlich nur noch dieser eine Sektoid da. Ah, oh, Sucher. Okay. Ich glaube nicht, dass es was bringt, aber. Ah, den Versuch war es wert. Ach, wir hätten jemand anderen losschicken können. Ah, na gut. Okay, dann ist Omega jetzt eben unsere Insammlerin dort. Und Bishop als Verstärkung wegen der Sucher.
Die sind ja recht schnell, ne? So, Shotzi sammelt ein. Kann nachladen. Wenn sie angegriffen wird, dann schießt sie sowieso. Weil Nahkampfspezialist, ne? So, Feldposten. Und du gehst mal hier hin und machst Feldposten. Das Mate ist mir gar nicht so wichtig, weil, wie gesagt, die Mechs sind ja gar nicht mehr so mein Metier, und die Dinge im Genlabor haben mich jetzt auch nicht so überzeugt. Ein paar Dinge sind ganz witzig, aber... Sehr gut, nicht getroffen, und wir schießen zurück und das wird ein Treffer. Bam. 9 Schaden für den Sektoiden. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zielscheibe schon angibt, ob getroffen wird. So, du musst mal nachladen, dann lädst du mal nach. Und zack. Und Rückzug. Und Feldposten. Und nachladen. Feldposten. Feldposten. Na, irgendwann müssen sie doch kommen. Okay. Jetzt gehen wir direkt auf Feldposten. Omega sputet bis hier. Ist damit bei der Gruppe. Ich mach mich auf. Wir geben ein bisschen Deckung mit Bishop. Wir geben ein bisschen Deckung mit Papa Bär. Wir geben ein bisschen Deckung mit jedem. Also außer mit Omega selbst, weil sie gerade erstmal sputen musste. Oh, da kommt was. Okay, beruhigt euch, beruhigt euch. Alles gut. Feuer einstellen. Und wieder bereit machen, loszufeuern. Ich finde es unlogisch, dass die nicht zu zweit angreifen. Ich meine, klar, es wird eine Balancing-Sache sein, weil die immer zu zweit auftauchen. Und es wirklich schwierig wäre, die dann entsprechend aufzuhalten. Mir fällt gerade ein, ich habe einen Erfolg gesehen, wo es darum ging, eine bestimmte Mission alleine zu machen. Also nicht eine bestimmte Mission, sondern einen bestimmten Missionstyp. Und ich frage mich gerade, wie das gehen soll, wenn die Sucher da sind. Also ich meine, man müsste auf jeden Fall einen Stürmer nehmen, weil der mit Nahkampfspezialist zumindest eine Chance hat, sich zu wehren, aber... Ein Stürmer alleine hat meiner Ansicht nach nicht so die besten Chancen gegen die ganzen anderen Gegner. Diese Behälter zu bergen, anstatt sie zu zerstören. Alle Missionsziele erreicht. Okay, hätten wir da nicht gewonnen, dann wäre wahrscheinlich gerade ein Kanister zerstört worden. 10 Gegner besiegt, niemand verloren. Ich glaube, niemand hat so überhaupt Schaden bekommen. Und 2 Kanister eingesammelt. Wunderbar. Ja, dann dürfte nächste Folge der Angriff auf das Hauptquartier sein. Das ist ja das reinste Kinderspiel da draußen. Hoffentlich werden unsere Truppen nicht übermütig. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, wir wissen ja, dass wir nicht geschlagen werden können, aber wir werden nicht übermütig. 3 Sektoidenleichen, 3 Schweberleichen, 2 Mutantleichen, 14 Illyrium, 24 Alien-Legierungen, 25 Waffenfragmente, yay, 40 Mate, Mechtoidenkern, Sucherwrack. Panik in Indien hat sich um 1 abgeschwächt, ja, weil es nicht so hoch war. Panik macht sich in Nordamerika und Europa breit. Wie unschön. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Ja, auf einmal sieht es in Nordamerika und Europa nicht mehr so gut aus, ne? Aber wenn wir die Basis dort kaputt gemacht haben, dann sollte es ja auch ein bisschen besser werden. Für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Plasmakanone. Die sind im Labor schon bei der Arbeit. Ich weiß nicht, ob die Plasmakanone eventuell was Praktisches wäre. Aber die müsste man dann eben auch wieder für jedes Flugzeug kaufen. Ich denke, das Wichtigste wäre jetzt erst einmal, dass wir
Ja, dass wir mehr von den Firestorms überhaupt bekommen. Und dazu brauchen wir mehr UFO-Flugcomputer. Das heißt, wir müssten hoffen, dass wir ein UFO mal abgeschossen bekommen. Gut, dann hoffe ich, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der dann aller Wahrscheinlichkeit nach die Basis angegriffen wird. Der Alien-Stützpunkt. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.